Willkommen zurück, Leute, zu Super Mario Galaxy 2. Ich muss euch was erzählen, ich erspare euch etwas. Ja, ich erspare euch den wahren Part 60 und drehe ihn nochmal, denn der bestand nur aus Failen und Ragen. Und irgendwie... Nee, muss echt nicht sein, weil das war gar nichts, also wow. Dieses Level hier, Leute, das macht mich ganz schön kirre. Aber ich glaube, man kann es schaffen. Die Zeit ist... Also, ihr habt mir zwar in den Kommentaren geschrieben, die Zeit ist okay, aber irgendwie nicht. Selbst wo ich tatsächlich endlich wusste, wie ich den Maulwurf besiegen kann, war die Zeit für mich die Hölle. Und man muss aber auch sagen, man kann tatsächlich ein bisschen Pech haben bei einem Steintypen. Wenn er die Hand nicht hochhebt oder wenn er einfach mal eine Zeit lang keine Geister rausbämmt, sondern stattdessen sich denkt, ach, wisst ihr was, was ich jetzt mache? Jetzt hole ich erstmal die Steinreihe. Ja, da habe ich Lust zu. Dann hebe ich die Hand hoch. Und dann versuche ich dich nochmal mit der Hand zu schlagen. Wunderbar. Also dann macht es richtig viel Spaß, gegen den zu kämpfen. Vor allem, weil die Zeit tickt weiter. Und sie tickt weiter. Und sie tickt weiter. Ein anderer Tipp, der mir gegeben wurde, hol dir doch einen zweiten Spieler ran, der dann einfach den Maxi-Pilz holt. Ja, die Sache ist die. Der zweite Spieler ist doch einfach nur eine Wiimote, die hier auf dem Bildschirm gezeigt wird. Also so, hier das Ding. Man kann Sternenteile einsammeln. Mehr kann die zweite Person ja gar nicht machen. Und zeitlich ist das, glaube ich, mit dem Pilz da unten nicht zu packen. Außerdem habe ich gerade eine Nachricht bekommen von wegen, hey, das sind hier keine keine Eismonster. Das sind blaue Flammen, du Idiot. Ja gut, dann sind es halt blaue Flammen. Nichtsdestotrotz ist es verdammt schwierig und für mich nicht zu schaffen. Ich weiß nicht, aber ich muss diese Aufgabe ja jetzt langsam mal hinbekommen, weil sonst kommen wir einfach nicht an die grünen Sterne und das Spiel geht nicht weiter. Ja. Yeah. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal so versuchen, das zu schaffen. Sollte sich, wie zu erwarten, rausstellen, dass ich es nicht hinbekomme, dann werde ich es so machen, dass wir schneiden. Ja, tatsächlich werden wir dann ein bisschen schneiden müssen. Weil ich dann echt nicht mehr weiter weiß. Also immer bis nach den hier. Auf jeden Fall, dass ihr euch den Anfang nicht mehr angucken müsst. Vielleicht mache ich den Maulwurf mit rein. Ich weiß es noch nicht. Na, schauen wir mal. Komm raus, du musst doch nur rauskommen. Genau, so geht er. Also ich muss warten, bis er rausguckt. Und dann die Arschbombe machen. Dann kann ich ihn weg lumern. Sozusagen. Und... Ja, das große Problem an der Sache ist, meiner Meinung nach, dass man ihn gleich nicht mehr so einfach kriegt. Also jetzt läuft er ja weg. Ah, also ihr seht schon, das wird eng. Ach, ich glaube, ich... Stimmt, da war was. Ich muss gar keine Drehattacke machen. Ich glaube, ich muss ihn einfach nur berühren. Ah, ist jetzt wieder gewagt, ne, das auszuprobieren. Oh, da kommt er, okay. Ja, jetzt. Komm raus. Und jetzt... Rennst du weg und kommst wieder. Oh. Einfach berühren. Boah, so schnell war ich noch nie. Aber gut, es ist jetzt auch ein neuer Tag. Ich bin relaxed, es ist Wochenende, alles ist schön. Ich freue mich auf meine Aufnahme. Und bitte, lieber Gott, lass es mich schaffen. Lass es mich einfach schaffen. Ich will das nicht normal machen. Das war beim letzten Mal, ey, glaub nicht, wie Hölle. Das war die Hölle. Die pure Hölle war das für mich. So, jetzt du, jetzt, wenn es da einfach jetzt gut läuft und ich bei dem anderen nicht kein Mist baue bei dem Feuervieh, dann kann das klappen. Schneller. Zack. Luma hat sich beruhigt. Jetzt ist immer blöd, dass er die beiden jetzt erstmal losschießt und ich darauf warten muss. So, ich mach mal einfach hier klar Schiff, sicherheitshalber. So. Mit ein bisschen Glück kann ich beide Geister benutzen. Yep, genau. Das war gut. Das war sogar sehr gut. Wenn wir den jetzt möglichst schnell treffen. Ja, der weicht gut aus. Mist. Das hat Zeit gekostet. Also mir geht es hier wirklich um jede Sekunde. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Von wegen ganz leicht und zeitlich. Ja, da hast du so viel Zeit, Wollo. Da kannst du ja noch in aller Ruhe auf Toilette gehen zwischendurch. Nee. Nein, ich hab's getestet. Ich war auf Klo. Und? Was kam dabei raus? Ihr könnt's euch denken. Genau das, was ihr denkt, kam dabei raus. Yep.
Okay, jetzt ist die Hand hochgemacht. Fataler Fehler. Und da kommt der zweite. Oh, das war jetzt richtig gut. Natürlich habe ich Energie verloren. Das ist natürlich richtig, richtig, richtig schlimm jetzt. Eine goldene dabei. Ja, Gott sei Dank. Ja, die Münze werde ich mir holen. Aha. Würde ich zumindest gerne. Ich brauche die Münze. Ich brauche auf jeden Fall volle Energie, wenn ich da zu dem anderen komme. Ah. Treff ihn. Okay, wie viel Zeit habe ich noch? Ich glaube, so viel Zeit hatte ich noch nie an dieser Stelle. Oh, Leute, ich wäre so froh, wenn es geschafft wäre. Okay, 1 Minute 44, so viel hatte ich noch nie, aber der ist schwer. Der ist wirklich schwer. Also dieser Feuerschwanz, boah. Mit dem ist nicht zu spaßen. Leider. Okay. Er ist aus. So. Der erste Treffer. Das ist ja auch alles leicht, bis auf den letzten. Der letzte ist die Hölle. Meiner Meinung nach. Oh Gott, das war schon so extrem schlecht jetzt. Den brauche ich. Zeit habe ich, Zeit habe ich, Zeit habe ich. So. Oder ist das einfach, dass er mich lange genug nicht sieht und dann aufhört zu brennen? Da hat mir keiner was zu geschrieben. Also das wäre jetzt eine Vermutung. Wenn dem so ist, dann... Nein. Dann wäre das cool. Aber irgendwie glaube ich nicht dran. Ja, komm. Geh weg. So, das ist jetzt... Jetzt müssen wir nur noch einmal. Nein! Oh, das hatte ich beim letzten Mal auch. Da hat er mich instant getroffen. Scheiße. Kann ich noch irgendwo Energie kriegen? Sieht nicht danach aus. Oh nein. Nervenzusammenbruch. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, Leute. Wir sehen uns, ja, wenn ich da bin. So, nächster Versuch. Ich habe nur 1 Minute Zeit. Das ist natürlich schlecht. Ich habe mich beim Maulwurf mal wieder extrem gut angestellt, muss man sagen. Und daher jetzt diese etwas magere Zeit. Zeitlich ist es aber noch machbar. Die Sache ist eher... Nochmal sowas hasse ich ja. Das hatte ich nämlich vorhin beim ersten Gegner auch. Also da hatte ich schon einen Versuch gestartet und den dann, ja, sofort wieder beendet. Weil ich einfach dreimal... es nicht geschafft habe. Nein. So, ihr seht schon, das fällt mir wirklich extrem schwer. Und das ist eigentlich... Schaffe ich das nur, glaube ich, glückbasierend. Das ist meine einzige Hoffnung, das jemals zu packen. Ja, das ist auch noch so eine ganz prima Sache hier. Der mich immer an der Stelle so kriegt. Oh ja, ist klar, ist klar, ist klar. Nein. Ich weiß nicht, wie ich den hier erwischen soll. Jetzt trifft er mich doch. Nein, das ist es, das ist es, das ist es. Oh Gott sei Dank. Oh, jetzt stellt euch mal vor, es wäre noch ein Gegner gekommen. Das wäre ja... Geil. Da ist er. Da ist der Stern. Der 119. Stern. Mein Gott, der hat mich... Puh. Ich hätte jetzt beinahe ein böses Wort dafür benutzt. Also, denkt doch einfach, was dieser Stern mit mir gemacht hat. Yeah. 119. Ich bin gerade total aus dem Häuschen förmlich. Und mir graut es vor diesem 120. Stern. Ich bin vor allen Dingen gespannt... Was da kommt. Ja. Was wird da wohl jetzt kommen? Ja, ich weiß, was da kommt, aber ich kann und will mir nicht vorstellen, dass es jetzt noch schwieriger wird. Nee, also ich glaube, die Mission gerade eben, das ist schon... Kometenalarm! So ziemlich die Krönung. Beeil dich! Schattenschüttelpanik! Yep, jetzt müssen wir die ganze Aufgabe hier nochmal machen, nur dass uns Schatten-Marios dabei verfolgen. Aber ich sag mal so, die Aufgabe an sich ist eigentlich nicht schwierig. Oder nicht so schwierig. Vielleicht täusche ich mich aber auch komplett.
Ja, hier kommen sie noch nicht. Weil hier ist keine Herausforderung und außerdem geht es ja dann hier in die Röhre. Und danach geht das Level ja erst los. Jupp. Da ist er. Oh mein Gott, Schatten Mario. Und da werden ein, zwei von kommen. Ja, ja. Ja, eigentlich kann der da ja jetzt gar nicht hoch, ne? Oh, das war auch schon jetzt wieder schlecht. Oh, ich muss doch hier doch des Öfteren mal warten. Jetzt muss ich natürlich hier richtig Gas geben. Oder irgendwie zusehen, ob ich an gewissen Stellen mal... Ach, runterfalle. Ja, das war gut. Testphase. Wir machen langsam. Langsam so, da. Das macht viel Spaß und es ist auch gar nicht schwierig. Oh, 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 Leute, die letzte Mission, die kommt auch noch irgendwann. Und da wird es uns dann so richtig, richtig warm werden. Mhm. Nicht, dass mir nicht schon warm ist, aber... Oh, das war mal irgendwie stylisch, wenn er das... Ja, so rüber da und rüber da und mach mal bitte. So. Ah, ich weiß alle nicht. Okay, hier bin ich gerade runtergefallen. Selten dämlich. Komm ich da ja auch drauf. Das ist ja noch viel einfacher dann. Okay, das war Glück. Okay, da müssen sie jetzt warten. Was natürlich jetzt ungünstig ist, ist das hier. Nein. Werden die auch... Ja, die werden auch getroffen. Oh Gott. Nächster Checkpoint. Wow, ich glaube, wir schaffen das. Das ist nicht so schwierig. Ich hab's doch gesagt, das ist nicht so schwierig. Jetzt müssen wir nur noch... Okay, egal. Macht gar nichts. Das macht absolut rein gar nichts. Das ist eine Mission, die packe ich. Wollte gerade sagen, irgendwie kommen die Schatten Marios gar nicht. Die sind heute nicht so in der Stimmung, oder wie? So, rüber. Drüber. Wenn ich jetzt hier noch was einsammeln müsste oder so, dann wäre das vielleicht schwierig, aber so? Oder übersehe ich hier gerade etwas, was noch richtig schwerwiegend wird, aber... Okay, das ist blöd. Das ist jetzt... Das hätte ins Auge gehen können. Ist es aber... Nein! Nein! Trottel! Oh Mann, das hatte so schön gepasst. Es hatte wirklich... Es war formvollendet. Und dann sowas. Zack und... Zack und ja. Hier warten. Und rüber. Und... Ja, was soll's denn? Was soll's denn? Das machen wir nochmal. Aber das muss man jetzt mal wirklich sagen. Die eine Stelle, die war gerade richtig schön. Das hätte... Ich will nicht hoffen, dass das gleich noch schwierig wird am Ende. Also, dass es doch nicht so einfach ist. Und ich einfach wahnsinniges Glück hatte und mir das gerade versaut habe. Das kann ja durchaus sein. Da einfach so ein... Oh nein! Jetzt komme ich da ja nicht mehr durch, oder? Nee, da komme ich nie mehr durch. Nee. Scheiße, das war wirklich, glaube ich, so ein richtiger Glückstreffer. Oh nein. So viel Pech kann auch nur ich haben. Ups. Und ja, da könnt ihr mir auch erzählen, was ihr wollt. Ich hab oft mal Pech. Ich hab Pech. Oh nein. Oh, das war jetzt auch schon wieder dumm. Mit eng. Schaffen wir. Oh nein. Wieder so Pech. So, da drauf, genau. Oh Gott, Mario. Du machst mich so fertig. Ich mach's jetzt so. Eng. Oh, dort, das jetzt klappt's. Oh nein. Oh Gott. Ich dachte gerade, boah, das wird... Ich muss da oben ja noch gegenschlagen und der Luma lädt sich doch immer so langsam auf. Ich hab ihn.
Die letzten beiden regulären Sterne wurden in diesem Part geholt, Leute. Hui. Da fühlt man sich doch gleich besser. Total. 120. Galaxie komplett. Was passiert jetzt? Das ist die Frage. Ich meine, jetzt müssen sie mich ja irgendwie darauf hinweisen. Beim großen Sternschweif. Noch ein grüner Passagier? Das... Es ist nur... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es sieht fast so aus, als hätte er etwas auf dem Herzen, das er dir unbedingt sagen möchte. Ja, die schlechtesten Nachrichten aller Zeiten. Wo ist denn der? Oder geht das auch so? Ey, geht das auch so? Oder muss ich jetzt ernsthaft mit ihm reden? Weil ich nämlich gar nicht weiß, wo der ist. Ich versuch's einfach erstmal so. Ob der da jetzt auftaucht. Wir gehen auf die Weltenkarte. Wir gehen zurück zu Welt 1. Denn das Spiel fängt jetzt wieder von vorne los. So ein bisschen. Und wenn ich jetzt dorthin fliege... Dann sagst du mir, dass es hier nichts weiter zu holen gibt. Okay, dann ist also doch okay. Na gut. Passt. Ich will auf mein Raumschiff. Ich möchte auf mein Raumschiff. Wie komme ich auf mein Raumschiff? Ah, okay. Gut. Ich dachte gerade, also wenn ich jetzt nicht auf mein Raumschiff komme, das wäre ungünstig. Jetzt muss ich die echt suchen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Grüne Numas. Könnten überall sein. Ah, blöd. Dumm, 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 dumm. Hallo. Hier sind doch alle. Hier hängen doch alle rum. So, der hat mir den linken gezeigt, meine ich. Auch wenn alle Powersterne geborgen sind, muss der Unhold erneut besiegt werden. Sonst werden wir die Raumphantome niemals zum Gesicht bekommen. Okay. Wir haben zwar alle Sterne gesammelt, aber dieser unfällige Unhold treibt immer noch sein Unwesen. Jetzt dürfte aber alles bereit sein, oder? Für mein nächstes großes Abenteuer. Die Sache mit den grünen Sternen. Denn die zeigen mir zumindest nichts an. Also ich glaube, die müssten mir das anzeigen, oder? Dass da noch grüne Sterne... Ja, ja, müssen die auch. Kriege ich das hin? Das ist ja wieder echt phänomenal. Ein absoluter Traum. Ja, ich habe doch mit denen gesprochen. Und nun? Luba, weißt du dann was, wie hier zu tun ist? Beim großen Sternschweif, noch ein grüner Passagier. Das ist es nur... Ja. Ja, ich war doch bei ihm. Er hat mir nicht viel gesagt. Nochmal dahin. Ah. Tut mir leid, Leute, aber ich will das in diesem Part auf jeden Fall noch eben vorbereiten, dass wir dann nachher auch spielen können. Auch wenn alle... Ja. Ja, und? Ja, ich weiß. Das ist echt lustig. Da weißt du was. Auch Helden brauchen Hilfe. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Und bis dahin weiß ich Bescheid. Bis dann und ciao.